Jo, dann gucken wir uns mal die ganzen Optionen an. Das da unten ist neu. Das da ist auch neu. Was? Das sieht auch neu aus. Gucken wir mal, was das ist. Okay, hier können wir die Gruppe anscheinend trennen. Hier. Es sind keine Einstellungen aufrufbar. Ah, ja, genau. Oder ausführbar. Ich habe ja gehört, dass man jetzt die Sachen abspeichern kann. Also wer Wache hält, wer jagen geht und wer Kräuter sucht. Das wird dann wahrscheinlich das da sein. Okay, Wachen aufstellen. Gerugon. Tirik. Gwendolyn. Jagen. Mürrim. Finden wir was Essbares und können was Essbares erlegen. Sehr schön. Und Kräuter suchen. Jallen. Wie viele Stunden? Maximal 6 soll Jallen suchen. 6 sollten wir nicht nehmen, denn meistens gehen wir ja erst recht spät schlafen und stehen früh auf. Und wenn sie denn 6 Stunden Kräuter sucht, kriegt sie nur 1-2 Stunden Schlaf. Ja, Elfen brauchen nicht allzu viel Schlaf und meditieren eigentlich nur, aber trotzdem sollte sie ein wenig Freizeit haben. Also sagen wir mal 4. Okay. Eine Tanele, ein Wisselkraut. Na schön. Schon haben wir es 23 Uhr. Gehen wir mal raus und ich hoffe mal, dass er jetzt die Einstellung gespeichert hat. Schlafen, ja. Und wir reisen sehr schnell weiter. Es wird schon dunkel. Ihr solltet besser ein Nachtlager aufschlagen. Ja, das ist ziemlich schnell, das Reisen. Wir könnten weiter marschieren, aber wirklich eilig haben wir es ja nicht. Also suchen wir einen Lagerplatz. So, jetzt drücke ich mal das da unten. Sind Sie mit folgenden Einstellungen zufrieden? Kräutersuche Jallen, Jagen Mürrim, Wachen Gerugon Tirik Gwendolyn. Ja, bin ich. Mürrim findet Wasser, kann man es erst auserlegen. Jallen findet sehr viele Kräuter. Tirik hält Wache, Ausrufezeichen. Oh. Oh, oh, Käfer. Große Schröter und zum ersten Mal auf dem Kampfbildschirm. Ich denke mal, ich werde das wieder mit der Tastatur steuern. Außer vielleicht die Fernkampfangriffe, weil wir jetzt ja hoffentlich schräg schießen können. So, also wo haben wir überall Käfer? Wir haben viele Käfer. Da. Sind schon mal 5, 6, 7 große Schröter. Ich muss mich jetzt gerade an den einen Dungeon erinnern, wo auch so viele kamen, wo das Ewigkeiten gedauert hat. So, die Bewegungen sind schon mal langsamer. Ich glaube, die kann man aber irgendwo einstellen. Heldenoptionen? Nein. Hätten wir wahrscheinlich vorher einstellen müssen. Na gut, dann zauber doch bitte mal Kampf. Und zwar ein Ignifaxius auf den da hinten. Und ja, wir können schräg zaubern. Maximal 7. Dann nehmen wir doch auch mal 7, um zu gucken, wie viele Lebenspunkte die haben. In Kende. 21 und er steht noch. Ja, das wird definitiv sehr interessant werden, dieser Kampf. Du stellst dich mal da provokativ in den Weg. Njam, njam, und du fängst die beiden da hinten ab. Und die drei sogar. Oh, weia. Und wir haben echt 8 oder 9 Schröter, die alle tierisch viel aushalten. Eventuell mache ich den Computerkampf an, auch wenn Talana dann wahrscheinlich wieder Unsinn bauen wird. Aber erstmal probieren wir es so. Oh, zu nah für einen Wurf. Stimmt. Sie ist ja Fernkämpferin. Jedenfalls kurzfristig. Also werf mal dahin und guck, was mit deinem Wurfdolch passiert. Zack. Der Wurfdolch, der immer treffen soll, trifft mal wieder nicht. Und du gehst erstmal weg und schießt dann auf den da hinten. So, du haust den. 15 Trefferpunkte. Sehr schön, Tirik. Das ist schon mal ein guter Anfang bei ihm. So, und du nimmst auch etwas Abstand und schießt auf den bereits angeschlagenen. Also die Kampfbewegung will ich auf jeden Fall schneller haben. Aber die Information über die Trefferpunkte, also wie viel Schaden man verursacht, ob man trifft oder nicht, das würde ich gerne länger angezeigt bekommen. Muss ich gleich mal schauen, wenn der Kampf vorbei ist, ob man das da irgendwo einstellen kann. So, ich glaube, der da war schon angeschlagen. Also wir zaubern mal auf den. Mit 7. 17 Trefferpunkte. Ja. Ich glaube, die hatten so um die 30, 35 rum. So, der angeschlagen ist tot. Also ja, mit 35 kommt das hin.
Du haust bitte den da. Oh, der ist auch schon tot. Ah, das geht doch schneller, als ich gedacht hätte. Und wir können... Ah, dieses Schrägschießen ist echt super. Nicht wieder diesen doofen Elfentanz aufführen und komisch hin und her positionieren. Einfach den Nahkämpfer ranschicken und der Rest trifft schon irgendwie. Und wir müssen Waffe wechseln. Also anscheinend wird der Wurfdolch wirklich nur einmal geworfen, trifft dann nicht und wir müssen die Waffe wechseln. Das ist ein wenig ärgerlich. Durch welche Waffe soll Gwendolyn die bloße Hand ersetzen? Nicht das Kurzschwert. Dadurch, dass wir ihn Rapier in die linke Hand gelegt haben, zählt es als Gegenstand und wir können nicht Gegenstand mit Waffe wechseln. Also müssen wir jetzt erstmal Gegenstand wechseln. Dann nimm doch mal bitte ein Grömerblatt in die andere Hand. Jetzt müssen wir Waffe wechseln. Jetzt haben wir auch den Rapier zur Auswahl und haben noch 3 Bewegungspunkte über für einen Angriff. Oh, komplizierter ging es echt nicht. So, du gehst wieder nach hinten. In der Hoffnung, dass Gwendolyn gleich die beiden Schröter an sich binden kann. Und schießt auf den da. Und Drew hält sich jetzt einfach mal zurück. Ha, wir können den toten Schröter auswählen als Ziel. Das könnte verwirrend werden. Nee, hau mal lieber den Lebenden. 14 Trefferpunkte. Ich liebe dich, Tirik. So, du gehst jetzt mal dahin. Vielleicht die beiden Schröter dich angreifen und haust den da. Du haust weiter auf den. Und triffst auch mal für 14. Na gut, dich habe ich auch lieb, Gerogon. Aber nur, weil du so gut getroffen hast. So, jetzt probiere ich mal ganz kurz den Computerkampf, ob sich da was verändert hat. Was soll vom Hüter übernommen werden? Die ganze Gruppe, nur dieser Held, die ganze Gruppe oder den ganzen Kampf berechnen? Oh, das klingt ja verführerisch. Aber ich denke, da kann sehr viel schief gehen. Und man weiß ja auch nicht, wie viel Astralenergie der Computer verbraucht. Aber wir haben gerade abgespeichert. Ich probiere das, glaube ich, einfach mal. Soll Magie in diesem Kampf angewendet werden? Nein. Okay, wir haben fast keine Lebenspunkte verloren. Kriegen eine schöne Grafik da angezeigt. Und zack, Ork tot. Auch wenn sie eigentlich Käfer waren. Das finde ich doch eine sehr, sehr praktische Neuerung. Denn teilweise hatten wir im ersten Teil ja so dermaßen lange Kämpfe. Das war schon nicht mehr feierlich. So, es wird wieder dunkel. Wir suchen wieder einen Lagerplatz. Machen die alte Option. Ja. Regenerieren unsere Punkte und reisen weiter. Ach, super. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ich weiß gar nicht, warum ich es damals übersprungen habe. Aber Schatten über Riva ist dann noch eine Stufe angenehmer. Aber ja, das werdet ihr dann später sehen. Jetzt haben wir erstmal eine Zufallsbegegnung. Oder auch nicht so zufällig, dass mitten auf der Straße war. Ein breitschultriger Mann mit Unmengen von martialischem Schmuck wie Riesenohrringen, Oberarmreifen, Ketten aus Zähnen und so weiter. Beladen mit einem Rucksack, 2 Schwertern, einem Langbogen, einer Armbrust, einer großen Axt und einem halben Dutzend Wurfdolchen. Warum hat er 3 verschiedene Fernkampfwaffen dabei? Kommt euch auf der Straße entgegen. Wollt ihr den Mann ansprechen oder staunend an ihm vorbeigehen? Ich würde eher schmunzeln, aber wir sprechen ihn einfach mal an. Wenn ihr etwas wissen wollt, macht schnell. Ich habe noch was vor heute. Erzähl uns etwas über Orks. Die Orks haben die feste Greifenfurt eingenommen. Bald wird auch Lovang fallen. Oh, wo ist mein 2. Schmierzettel? Greifenfurt. Von Orks übernommen. Wir haben ja gehört, dass Sternschweif in einer Orkenfeste gehalten werden soll. Vielleicht ist damit die Greifenfurt gemeint? Auch wenn das ja eigentlich eine Menschenfeste ist, die von Orks nur temporär bewohnt wird, aber... Also Greifenfurt von Orks übernommen. Das ist schon mal eine sehr nützliche Information, hoffe ich zumindest. Was kannst du uns denn über deine Reisen erzählen? Bevor man sich auf eine Reise begibt, sollte man die passende Ausrüstung und genügend Proviant besorgen. Okay. Hast du vielleicht etwas über einen gewissen Salamanderstein gehört?
Nee, frag andere, aber nicht mich. Vielleicht den Sternschweif? Sternschweif? Sagt ihr gerade wirklich Sternschweif? Also, anscheinend hat er davon gehört. Ihr müsst lebensmüde sein, dieses Wort in Gegenwart von Iwein Basiliskentöter zu verwenden. Sagt das nie wieder, versteht ihr? Bloß weil uns diese dämliche Kuh gesagt hat, da gäbe es diese Schätze, sind wir überhaupt dahin. Weiter? Der reinste Wahnsinn, tausende von diesen Kreaturen rundherum. Und Alara wollte unbedingt da rein. Na, das hat sie jetzt davon. Jetzt steht sie in der Gegend herum und wenn ich das richtig verstanden habe, dann bleibt das auch so. Sie steht in der Gegend herum und bleibt dann wohl auch so. Das heißt, sie wurde wohl versteinert. Das könnte auch noch nützlich sein. Auch wenn wir noch nicht wissen, ob Talana entsteinern kann oder nicht. Tausende von diesen Kreaturen rundherum. Okay, das kann einfach nur eine Ausrede sein, weil er zu feige war, um sich dem Kampf zu stellen. Vielleicht war es auch nur einen, was auch immer das versteinert. Ich nehme an, Basilisken. Aber wenn er Basiliskentöter heißt, dann wird er nicht vor einem Basilisken weglaufen, oder? Außer, das ist eh nur ein Angeber. Na gut, aber seine Kameradin ist dann wohl gestorben oder versteinert worden. Was hat er denn noch so zu sagen? Ich bin ja sowieso nur mitgekommen, weil ich die doch nicht alleine ins Verderben stolpern lassen konnte. Aber als ich das gesehen habe, habe ich mich aus dem Staub gemacht. Was sagt ihr da? Für die Götter? Hört mir bloß damit auf. Noch ein Wort von denen und ich drehe euch die Hälse um. Ihr habt leicht reden. Wart ihr in Grango dabei, damals? Nein, wart ihr nicht. Sonst würdet ihr jetzt nicht für diese Brut eure Ärsche riskieren. Ja, Brut, habe ich gesagt. Alles übelste Echsenmagie, wenn ihr mich fragt. Wisst ihr, was die gemacht haben? Eine ganze Stadt von Elfen haben die in Orks verwandelt. Naja, jedenfalls fast. Die Spitzuhren haben sie noch, aber sonst sind es Orks. Sowas kann nur Echsenmagie sein. Oh, da spricht er was an. Ja, die Echsen, die sind recht interessant in DSA. Die haben teilweise sehr, sehr, sehr mächtige Magie. Auch was Zeitreise angeht, sind die Experten. Und Elfen in Orks verwandelt, das kennt man ja auch aus anderen Rollenspielen. Also er scheint sehr viel zu wissen. Vielleicht ist es ja gar kein richtiger Mensch. Oder einfach nur ein sehr mächtiger Abenteurer. Okay, was hat er noch so zu sagen? Da müsst ihr die Echsen halt mal fragen. Hier etwas nördlich soll es ja welche geben. Mitten im Sumpf. Echsen im nördlichen Sumpf. Schreibe ich mir auch schnell auf. Der Zettel wird sehr schnell voll. Echsen im nördlichen Sumpf. So. Aber wenn ihr die fragen wollt, könnt ihr euch auch gleich ein Schwert stürzen. Stehe zu Diensten. Ach, ist mir doch egal, ob ihr euch ins Verderben stürzt. Wünsche viel Spaß dabei. Sternschweif. Ich habe Leute schon für ganz andere Dinge zu bohren geschickt. Und wenn es ihnen da auch nur halb so schlimm geht, wie es euch... Wie ich es euch vermute, dann geht er einfach weg. Ihr habt die nächste Kreuzung erreicht. Wir würden gerne die Route planen. Wir können zurück nach Nordosten. Wir können nach Südwesten der Straße folgen. Oder nach Süden. Also wir sollten uns von Lowang fernhalten. Ich würde gerne die Karte bewegen. Kann ich aber anscheinend nicht. Das ist schade. Aber ich denke aber nicht, dass das da Lowang ist. Das ist viel zu klein. Lowang müsste recht weit unten im Süden sein. Also gehen wir erstmal in die Stadt und gucken uns da um. Wir können ja später noch hier erforschen, was es hier zu finden gibt. Müssen wir uns nur merken. Also Südwesten. Geplant ist jetzt eine braune Linie bis zu dem Dorf. Und weiter planen wollen wir erstmal nicht. Nein. Euch kommt auf der Straße ein Mann entgegen, der auf seinem Rücken eine große Kippe trägt. Bei jedem Schritt klappert und klirrt es mächtig und sein gebeugter Rücken zeigt deutlich, dass er ein schweres Gewicht mit sich herumträgt. Fex und alle anderen mit euch, ruft er euch bereits auf eine große Entfernung lauthals entgegen. Das ist bestimmt ein Händler. Also allein schon wegen der Kippe. Oder Kiepe. Seid gegrüßt, werte Reisende. Kannst du uns etwas über eine Zwergenbinge erzählen? Dazu kann ich nichts sagen. Okay, kannst du uns was zu Sternschweif sagen? Da muss ich leider passen. Salamanderstein? Auch nicht. Orks? In
den Blutsinn gibt es eine große unterirdische Stadt der Orks. Oh, das wird sofort aufgeschrieben. Unterirdische Stadt der Orks. Muss ausgeräuchert werden. So, und vielleicht noch was zu den Elfen? Was im Kopf eines Elfen vor sich geht, wird an den anderen Völkern wohl auf ewig ein Rätsel bleiben. Die Arbeit ruft, ich muss weiter. Wollt ihr vielleicht einen Kupferkessel kaufen? Er soll nur 12 Silbertaler kosten. Das ist ganz schön teuer. Aber wir haben allgemein keinen Kessel, wo wir unser gejagtes Essen kochen können. Also kaufen wir einfach mal einen. Nachtplatz suchen. Wo ist der Kupferkessel? Kupferkessel, wer hat noch gut Platz? Wir sind jetzt ein bisschen überladen. Wir sind alle ein bisschen überladen. Ah doch, Tirik. Tirik ist jetzt fürs Essen zuständig. Also fürs Essen verwalten, nicht fürs Essen kochen. So. Alte Optionen machen wir erst nach dem Abspeichern. Neu. Ja, wirklich sichern. LP 005. Und wir sehen uns gleich wieder.